So, ein weiterer So-wie-Fame-Podcast auf dem Weg zu Ruhm und Ehre im Fach Sozialwissenschaften. Und das kann ich nicht alleine machen. Ich bin Lars Gönz und brauche Hilfe dabei. Nämlich von einem Experten, der auch noch zufällig Lehrer ist. Passt perfekt also. Seit vielen Jahren an der Gesamtschule, genau in dem Fach unter anderem tätig. Martin Beger ist da. Was hast du mitgebracht heute? Ja, hallo Lars. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Unbedingt, ja. Danke. Schön. Ich will was lernen. Ich sitze hier mit dem virtuellen Stift ausgestattet und will mitschreiben und was lernen von dir. Dann versuchen, geben wir unser Bestes, obwohl du, glaube ich, auch schon sehr viel Wissen mitbringst. Wir sprechen heute über die schwarze Null. Mhm. Hast du schon mal was gehört von der schwarzen Null? Schwarze Null ist ja aktuell ein Riesenthema, hat man das Gefühl, medial überall im Gespräch. Schwarze Null, also ich würde es so runterbrechen, es geht ja letztlich um den Geldbeutel des Staates. Und wenn man am Ende ein Plus im Geldbeutel hat, dann ist man bestenfalls bei der schwarzen Null oder vielleicht sogar darüber im Plusbereich und nicht in den roten Zahlen, also im Minusbereich. Genau, das Ganze vielleicht als Ergänzung gilt immer für ein Jahr. Das heißt, ich stelle einen Haushalt auf, zum Beispiel für das kommende Jahr, für 2024. Mhm. Und wenn der Haushalt einen Wert hat von meinetwegen 100 Milliarden Euro, müssten die Einnahmen, die man ja vorwiegend durch Steuern oder Beiträge generiert, müssten halt höher als 100 Milliarden sein. Dann hätte man mehr Einnahmen als Ausgaben. Und sind im schwarzen Bereich sozusagen. Genau, das ist ja auch, kennt man von sich ja persönlich oder von einem einzelnen Haushalt, privaten Haushalt, der muss ja genauso zum haushalten. Monatsende wird es immer knapp, dann muss man aber kalkulieren. Also dementsprechend kann man das natürlich auch immer gut runterbrechen. Mhm. Ja, und die schwarze Null lässt da ein bisschen Spielraum. Das heißt, ich darf theoretisch mich in einem Jahr um 0,35% verschulden. Mhm. Die sogenannte Netto-Kreditaufnahme ist da der Fachbegriff. Okay. Und ich dürfte die schwarze Null in Ausnahmefällen, in sogenannten Notlagen, dürfte ich die für ein Jahr aussetzen lassen. Mhm. Das heißt, wenn man Sonderausgaben hat, die man irgendwie bedienen muss, zum Beispiel irgendwelche Naturkatastrophen oder sowas, stelle ich mir jetzt vor, oder was wären solche Ausnahmefälle? Genau, zum Beispiel, wir hatten ja hier in der Nähe auch im Ahrtal die Überschwemmungen, aber auch globale Katastrophen, wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Mhm. Das wäre ein Grund, warum man wahrscheinlich eine Notlage ausrufen könnte. Mhm. Das ist letztlich so der gesetzliche Hintergrund. Ich habe mein Ziel noch mit rausgeschrieben, ist letztlich Ziel der Schuldenbremse, sogenannte Tragfähigkeit der Haushalte. Mhm. Das heißt, der Haushalt muss langfristig stabil sein. Mhm. Es ist bestimmt wichtig oder interessant, dass die schwarze Null infolge der der globalen Finanzkrise 2008/2009 als Konzept, als Gedanke aufkam, weil unter anderem Deutschland gemerkt hat, dass dieser globale Finanzmarkt mit den ganzen Risiken auf dem Aktienmarkt unter anderem, dass das alles sehr fragil, einsturzgefährdend ist und man sich vorgenommen hat, oder Deutschland in dem Fall, solide zu haushalten und das auch gesetzlich zu verankern. Ja. Ist ja auch so ein bisschen Aufgabe von dem Staat, dass man sich nicht dauerhaft verschuldet, wenn nicht unbedingt nötig, würde ich jetzt einschätzen, ne? Um so Ausgaben eben tätigen zu können. Wenn kein Geld mehr da ist, wird es eng. Ja, da teilst du die Sicht vieler Schülerinnen, die das auch äußern. Jetzt gibt es natürlich Staaten wie Japan oder die USA, die deutlich mehr Schulden haben als Deutschland. Japan sogar dreimal so viel, die wirtschaftlich aber nicht schlechter dastehen. Das heißt, manche Länder machen sich auch tatsächlich ein bisschen lustig über Deutschland, über den Sparzwang oder den Sparfetisch, umgangssprachlich zu sprechen. Ja. Sodass, das, was wir so als selbstverständlich sehen würden, wir müssen doch, können doch nicht uns immer weiter verschulden, dass das nicht in allen Volkswirtschaften auf der Welt so gesehen wird. Interessant, ja. Willst du ein bisschen was über dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil erfahren? Unbedingt, wir gehen nach Karlsruhe. Genau, ja. Karlsruhe,
Warum eigentlich Karlsruhe? Das müssen wir vielleicht für den nächsten Podcast klären. Das ist eine gute Frage. Ja, stimmt. Warum Karlsruhe? Ist ja lustig, dass so manche Städten, wie zum Beispiel jetzt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist, obwohl Karlsruhe bestimmt eine schöne Stadt ist. Unbedingt halt ein Schlosspark. Das ist, also, ist ganz nett tatsächlich. Okay, machen wir ein bisschen Werbung. Müssen wir uns ein bisschen vom Touristenverein in Karlsruhe, die müssen uns dann positiv erwähnen, dass wir Werbung für sie machen. Unbedingt. Kennst du Pierre M. Krause? Das so als kurzer Zwischenschritt. Das ist so ein Moderator, der macht auch so Talk-Formate und sowas und besucht Prominente zu Hause. Der wohnt in Karlsruhe und erzählt mal davon. Ah, super. Ja, ich habe den gesehen. Ja. Der ist ja Echo Fresh, mein großer Fan bin ich nicht, aber der hatte, glaube ich, so eine Folge mit Krause zu Hause oder genau, so heißt das. Ne? Ja, stimmt. Genau. Lustig, der kommt aus Karlsruhe. Ja. Dann, ja, aber dann müssen wir das im nächsten Jahr, müssen wir uns vornehmen für 2024. Kommt auf die Karlsruhe Liste. Zu besuchen. Ja, absolut. Super. Genau, also wir gehen zurück in die Corona-Zeit. Mhm. Da wurde ein sogenannter Sonderfonds, also Nebenhaushalt, eingeführt zur Bewältigung der Corona-Krise, der auch verfassungskonform war. Also das durfte man machen, weil es ja eine Notlage gab. Corona, viel weniger Im- und Exporte, weil der Handel mit anderen Ländern eingefroren ist. Und dann ist aber Folgendes passiert. Dass Corona, ja, das klingt immer so, ich nenne mal den Begriff, auch wenn man das ja nicht sagen kann, Corona vorbei war, ja. So wird es ja immer formuliert, also dass die Krise als nicht mehr als Krise gesehen werden konnte, also die jetzt auch die Wirtschaft groß tangiert und man trotzdem dieses Geld nutzen wollte. Und dann hat man einen sogenannten Klimatransformationsfonds gegründet, den sogenannten KTF. Und hat gesagt, okay, man nutzt das Geld nicht mehr für die Corona-Hilfen, sondern für Klimatransformation. Das heißt, man hat es einfach von einem Topf in den anderen rübergepackt sozusagen und gesagt, wir haben jetzt einen anderen Verwendungszweck einfach. Genau. Und dagegen hat die CDU-CSU-Fraktion geklagt. Und am 15.11. hat das Bundesverfassungsgericht dieser Klage Recht gegeben, weil man so ein Geld, was ja wegen einer Notlage halt als Sonderhaushalt gesehen werden kann, kann man halt nicht zweckentfremden. Das heißt, man hätte eine neue Notlage ausrufen müssen. Ja. Und dementsprechend spricht man halt seitdem davon, dass halt 60 Milliarden Euro fehlen oder nicht genutzt werden was können. Was ja schon mal eine Summe ist, 60 Milliarden ist ja schon mal. Was eine Summe ist, was man auch immer, wir tun es, glaube ich, manchmal so schwer mit den Zahlen, weil wir nicht ständig damit hantieren. Also es gibt schon auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die sagen, dass es auch machbar ist, dass wir uns jetzt keine Sorgen machen müssen, dass Deutschland pleite ist oder bankrott geht. Aber, jetzt haben wir einen super Übergang, immer wenn so ein Thema da ist, kommen natürlich die Parteien und Expertinnen aus ihren Ecken und machen das Thema Schwarz Null auf. Ja. Weil wir erinnern uns an Milton Friedman und John Maynard Keynes, dass sie einfach auch Konzeptionen sind und Ideale, die bestimmte Parteien pflegen. So sagt Friedman ja, dass der Staat als Vertreter der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, dass der Staat sich nie verschulden soll, sondern dass der Staat dafür sorgen soll, dass man langfristig gute Angebotsbedingungen hat. Bekannt ist hier das Seyche-Theorem, das Angebot schafft sich seine Nachfrage, wohingegen Keynes sagt, der Staat soll sich sogar verschulden, gerade in Krisen, da ist der Fachbegriff Deficit Spending, um dann aus dieser Krise rauszukommen. Also ein bisschen zu helfen sozusagen. Genau, zu helfen durch Konjunkturprogramme zum Beispiel, um dann in einer besseren konjunkturellen Lage halt zu sparen. Da gibt es dann immer, da kommen wir später zu, gibt es Pro- und Kontra-Argumente eigentlich zu beiden. Position. Ja, aber sind beides ja sehr populäre Theorien, die man schon mal gehört hat, wenn man Sovi belegt hat als Fach zum Beispiel. Genau, die immer wieder, das finde ich interessant, die immer wieder auch
in der Realpolitik oder in der Diskussion auch immer wieder vorkommen. Obwohl Keynes Theorie jetzt ja inzwischen 100 Jahre alt ist und Friedman so in den 70er, 80er Jahren seine Hochzeit auch hat. Auch schon ein bisschen her, aber genau. Mittlerweile. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie die FDP hört, das ist dann sehr oft sehr viel Friedman. Mhm. Ja. Ja, die FDP hat den Finanzminister, also ist es auch ihr Finanzthema natürlich, deswegen müssen sie sich da konkret mit auseinandersetzen. Genau, deswegen hört man auch viel zur Zeit von Lindner, vom Finanzminister, dass die schwarze Null auf jeden Fall dann 2024 wieder eingehalten werden sollte, wohingegen ja, andere Parteien, aber jetzt greife ich ein bisschen vor, da kommen wir gleich zu, durchaus sagen, dass Deutschland eigentlich für 2024 immer noch die schwarze Null aussetzen sollte. Und all das mit Stand Dezember 2023, falls das jemand in 10 Jahren hier hören sollte, was wir natürlich klar einplanen, ne, weil das ja Wissen für immer ist sozusagen. Stand Dezember 2023 mit der aktuellen Bundesregierung. Davon sprechen wir gerade. Genau, mit der Ampelregierung. Ja. Und wir müssen uns das trotzdem vorstellen. Wir haben jetzt ja Dezember 2023, den 11. Dezember, wir auf. Und theoretisch müsste der Haushalt für 2024 ja bald stehen. Das sollte, heißt, ja. Es stellt sich aber heraus, dass er nicht fertig wird. Das heißt, wir gehen in das kommende Jahr ohne bestehenden Haushalt, weil sich halt nicht darauf geeinigt werden kann, ob man nochmal eine Notlage ausruft, weil man sagt, wir sind in einer Notsituation, Thema Ukraine-Krieg unter anderem, oder ob man sagt, wir müssen schon 2024 zurück zur schwarzen Null. Das heißt, keine neuen Schulden. Und ist gerade eine Pattsituation. Es gab wieder eine Kabinettklausur, das ist eine Veranstaltung, wo die Mitglieder des Bundeskabinetts zusammenkommen und sondieren und die konnten sich nicht einigen. Das ist wieder, jetzt darf man es wieder nicht dramatisieren, das ist auch legitim, das heißt, da wird Deutschland auch nicht bestraft. Man kann also einen Nothaushalt, dass nur Ausgaben getätigt werden, die dringend notwendig sind. Aber ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass man jetzt zum Ende des Jahres hin nicht sagt, wie können wir für 2024 planen. Gerade weil ja so wichtige Themen anstehen, wie die Anhebung des Bürgergeldes zum Beispiel, wo die Leute ja auch Planungssicherheit brauchen, ob sie statt 502 Euro jetzt 563 Euro bekommen. Ja. Und auch viele andere Bereiche sind ja betroffen, die jetzt nicht genau wissen, wie viele Gelder bekommen wir, welche Gelder bekommen wir und sowas. Also ist ja insgesamt eine unsichere Lage für viele. Genau, also jedes Ressort wird dann auf den Prüfstand gestellt, ob man bestimmte klimafeindliche Subventionen nicht mehr subventionieren sollte, wie Diesel. Ja. Das wäre ein anderes Thema, wie man mit Ukraine-Hilfen umgeht. Kommen wir auch später zu, sagt die CDU, nennt das oder hat es mehrmals betont, dass diese Priorisierung eh wichtig ist, dass man überlegen muss, welche zusätzlichen Kosten, Ausgaben sind wirklich notwendig. Und dass man sagen muss, okay, wenn ich jetzt nur 100 Euro habe, um wieder ein einfaches Beispiel zu nennen, und ich habe halt schon 100 Euro ausgegeben, dann habe ich halt kein Geld mehr. Dann fällt dass der man dann gucken raus, muss, ja. Genau, dass der Kinobesuch vielleicht dann nicht so notwendig ist, auch wenn ich damit vielleicht die Freundschaft so ein bisschen aufpimpen kann, aber dann muss ich halt verzichten, wenn das Schulbuch für die Tochter wichtiger ist. Ja, Bildung ist nicht schlecht, müssen wir an dieser Stelle natürlich sagen, als Bildungspodcast. Ja, da würden wir schon priorisieren. Ja. Ich würde vorschlagen, Lars, wenn das für dich als Chef des Rings okay ist, dass wir kurz dann über das Padlet und die amerikanische Debatte sprechen. Ah, super, genau. Padlet hast du mir eben schon mal gezeigt, das fand ich cool. Da musst du auf jeden Fall mal so ein bisschen was erzählen. Genau, und im Anschluss würde ich dann mit dir gemeinsam so ein bisschen die Position
Argumente zur schwarzen Null mal durchgehen. Mhm. Das ist, glaube ich, zur Orientierung ganz cool, dass wir ein bisschen wissen, wie sehen die Ampelparteien die schwarze Null und allgemein, oder nicht allgemein, also die aktuelle Debatte und dass wir uns vielleicht noch ein paar Expertenmeinungen anhören. Unbedingt, ja, finde ich gut. So werde ich vorgehen. Du hast was mitgebracht, das ist gut, du bist vorbereitet. Genau, anders als im Unterricht. Das kann ich nicht glauben. Ja, ich schweige mal. Genau, ein Padlet ist ganz cool. Was ist das? Das ist kein Instrument, um im Kajak zu paddeln, ne, oder? Genau, und keine neue, es gibt ja auch Padel, das ist ja eine neue Sportart, so eine Mischung aus Tennis und Squash, aber jetzt schweifen wir ab. Wir schweifen zu deinem anderen Fach ab, genau, was du erlernst, Sport. Genau. Also ein Padlet ist, habe ich damals kennengelernt von einer Kollegin, die inzwischen nicht bei uns auf der Schule ist, die das im Bereich der Berufsorientierung auch eingesetzt hat, dass die Kids da gucken konnten, wo gibt es neue Jobangebote und wo gibt es Berufsbörsen und ein bisschen Informationen zu den Jobs erfahren konnten. Mhm. Und ich nutze das inzwischen recht gerne für den Unterricht, wenn man zum Beispiel Debatten macht, Podiumsdiskussionen oder Rollensimulationen. Man hat die Möglichkeit, dass man in der Kopfzeile verschiedene Oberthemen angibt oder für das Thema wichtige Bereiche und das dann mit verschiedenen Artikeln, Links, YouTube-Videos oder Ähnlichem füllt, ist eine ganz coole Sache. Das heißt, wir werden ja mit dem Leistungskurs, mit meinem aktuellen Leistungskurs, werde ich jetzt eine amerikanische Debatte machen, erkläre ich gleich auch. Mhm. Und da haben die Kids die Möglichkeit, sich mit dem Padlet vorzubereiten. Mhm. Weil es natürlich manchmal schwierig ist. Ich habe ein großes Thema, ein komplexes Thema, dass man jetzt nicht von allen Schülerinnen schon erwarten kann, dass sie im World Wide Web dann sich zurechtfindet und da irgendwie gute Quellen und gute Sachen findet. Ja. Natürlich besteht trotzdem die Möglichkeit, zusätzlich zum Padlet zu recherchieren und eigene Quellen herauszufiltern und dann immer auch so ein bisschen natürlich darauf zu achten, ist die Quelle seriös. Mhm. Aber das Padlet ist halt immer schon eine ganz coole Lerngrundlage. Ja, das heißt, es ist eine Plattform, wo du diese Videos, Artikel, Texte hochlädst und die SchülerInnen können dann darauf zugreifen von zu Hause oder auch von ihrem Computer oder Handy oder wie auch immer. Genau, es ist natürlich auch so ein bisschen im Rahmen der Digitalisierung cool. Mhm. Früher hat man so Lerntheken gemacht mit zig Kopien. Oh ja, ja. Und gerade da wir ja irgendwie 30 Kids im Leistungskurs sind, wäre das auch, spart es tatsächlich auch Papier. Papier und Ressourcen. Umweltschutz, nicht schlecht. Ja, genau, sind wir schon bei einer großes Thema. Wichtigen Thema. Dein Haushalt ist in Ordnung offensichtlich, dein Budgethaushalt. Wenn du Papier einsparen kannst, dann bist du auf der schwarzen Nullseite wahrscheinlich. Genau. Genau, das Padlet haben die Kids dann. Mhm. Und eine amerikanische Debatte, die führen wir nächste Woche durch, sieht so aus, dass gelernt werden soll, Argumente auszuführen. Mhm. Das heißt, oft ist es ja so, wir argumentieren über ein Thema und ich habe dann vielleicht zwei Argumente, die mir wichtig sind, die ich einfach nur nenne und dann bin ich letztlich auch schon, ist mein Pulver schon verschossen. Ja. Und wir wollen mit dieser amerikanischen Debatte üben, dass man wirklich sich mit einem Argument, ich nehme mal ein Beispiel, dem Argument der Generationengerechtigkeit in Bezug auf die schwarze Null, dass man sich damit ein bisschen vertiefter befasst. Dass man nicht einfach sagt, ja, das ist einfach total ungerecht, dass man Schulden macht und die Enkel das dann diese Schulden erben, sondern dass man das vertieft mit Beispielen, vielleicht mit Zahlen, vielleicht mit einem guten Aufbau der Argumentation und versucht, dieses Argument damit zu stärken. Ja. Und es ist kein klassischer Frontalunterricht, wie man immer so sagt. Ne? Also du stehst nicht vorne und sagst, Hefte raus, mitschreiben, ich sag euch was, sondern alle sind ja beteiligt. Das finde ich auch cool als Ansatz einfach. Genau, es hilft vorwiegend auch bei der Urteilsbildung. Das heißt, ich bin selber, als Schüler habe ich dann die Möglichkeit, selber zu debattieren und mein Urteil auch zu kommunizieren. Schlüpfen die SchülerInnen dann in eine Rolle rein und sagen so, ich bin jetzt
CDU-Politiker, SPD-Politiker, FDP-Politiker oder was? Wie ist der Ansatz dann? Genau, das ist eine Möglichkeit. Das wäre eher in einer Podiumsdebatte der Fall. Da wir, ja, habe ich schon erwähnt, 30 Schüler sind. Große Runde. Große Runde, es macht diese amerikanische Debatte mehr Sinn. Das heißt, die Schülerinnen sitzen sich gegenüber und verkörpern tatsächlich nur die Pro- oder die Kontra-Seite. Ah, okay. Ja. Und dann läuft es letztlich wie ein Ping-Pong ab. Das heißt, erst sagt, kommt das Argument 1 der Pro-Seite, dann das Argument 1 der Kontra-Seite. Und wahrscheinlich werden wir 5 oder 6 Teilnehmerinnen pro Seite haben, dass 10 bis 12 Leute teilnehmen können. Die anderen sind dann Beobachter. Und es gibt eine Hinrunde, wo man sein Argument vorträgt. Das wird nicht kommentiert. Und in der Rückrunde darf man sich entscheiden, wo man sich hinsetzt. Dass man sozusagen sagt, okay, ich will jetzt auf die Diana eingehen und dann setze ich mich der Diana gegenüber. Und ja, so eine Art argumentatives Speed-Dating. Man ist flexibel. Man darf genau. Also das ist natürlich, es gibt auch Nachteile von der amerikanischen Debatte, weil man nicht direkt diskutiert. Aber wir, ja, oder ich habe das Hauptziel, dass wir dieses vertiefte Argumentieren, dieses auf ein Argument vertiefende eingehen, dass wir darauf den Fokus legen. Ja, das führen wir durch. Wir werden auf jeden Fall danach aber auch, das finde ich wichtig, dann noch in eine offene Diskussion gehen, dass man dann mit dem Pulver an Argumenten dann versucht auch nochmal zu sichern, so was ist meine Position, welche Argumente sind mir am wichtigsten. Ich würde jetzt im nächsten Schritt gern mit dir, jetzt übernehme ich gerade die Rolle des Moderators. Ich füge mich hier. wir können ja mal so ein paar Argumente der Position durchgehen. Ja, gerne. Cool. Ampelpartei besteht aus welchen, die Ampelkoalition aus welchen Parteien? Wer dabei ist, die Grünen natürlich, dann mit ein wenig weniger Stimmen die FDP und mit den meisten Stimmen bei der letzten Bundestagswahl die SPD, würde ich schätzen. Okay, oh, da hast du schon mal die ersten Punkte gesammelt. Dankeschön, ja, das ist gut. Mein Ziel ist hier mit einer 4 rauszugehen für heute, dann bin ich gut aufgestellt. Okay, ja, das klingt machbar. Sehr gut. Die Grünen, was glaubst du, was sie so für eine Position haben, was die schwarze Null angeht? Naja, sind die dafür, dagegen? Ich würde sagen, die sind ja schon sehr sozial ausgerichtet auch. Und wahrscheinlich, und in dem Fall ging das Geld ja auch in den Topf Klimaschutz. Also sind die in diesem speziellen Fall wohl mit der schwarzen Null, freuen sie sich nicht so an wahrscheinlich, würde ich sagen. Okay. Der Herr Habeck hat ja auch gesagt, wenn das Urteil durchkommt, dann wird Deutschland ein Problem haben. Das war noch vor dem Urteil. Ja. Ich habe hab zwei Argumente der Grünen mitgebracht. Einmal vom haushaltspolitischen Sprecher Sven Christian Kindler. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er haushaltspolitischer Sprecher ist. Hätte ich jetzt auch nicht. Aber man lernt auch so dazu. Genau. Und jetzt kennen wir ihn. Ja. Er ist für eine Reform der Schuldenbremse, also nicht für die Abschaffung, sondern er sagt, als Vertreter halt der Partei, also es ist letztlich auch Parteilinie, dass die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel ergänzt werden sollte. Dass man sozusagen in bestimmten Fällen, wenn zukunftsträchtige Investitionen, zum Beispiel in Digitalisierung oder Klima, getroffen werden müssen, dass man dann sich verschulden darf als Staat. Ja. Man muss ja dazu noch sagen, die schwarze Null lässt sich ja nicht einfach so vom Tisch wischen, die ist ja schon gesetzlich verankert. Also man müsste da schon eine Mehrheit für finden letztlich, um das ja auch dann ändern zu können, oder? Genau. Müsstest du die 2/3-Mehrheit finden im Rat und im Bundestag. Wie findest du das Argument? Investitionsregel, klingt das schlüssig für dich? Naja, das klingt wie so, ich entscheide mich nicht so richtig. Ne? Also ich finde die schwarze Null nicht so super, aber so schlecht ist sie ja teilweise auch nicht. Aber ich möchte trotzdem auch eine Ausnahmeregelung finden. Also es verwässert das so ein bisschen, finde ich. Es ist kein klarer Standpunkt, würde ich persönlich sagen. Okay.
da ich meine Meinung nicht äußern darf. Stimmt, du bist Lehrer, du darfst das nicht. Genau. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein Fragezeichen hinten dran setzen, weil ich ja auch irgendwie als Staat auch investieren muss, weil... Frag mal Keynes. Ne? Ja, gut, wir haben ja Zukunftsaufgaben, also Klimatransformation, digitale Transformation. Infrastruktur dafür. Genau. Ja. Wir können natürlich aus der anderen Sicht auch sehen, kommen wir später auch zu, dass ja 90% der Investitionen aus der Wirtschaft kommen. Das wird wieder für Friedman sprechen, dass er sagt, okay, wir müssen eigentlich die Angebotsbedingungen, dass die Unternehmen diese Investitionen in die zukunftsträchtigen Technologien und sonstiges stecken. Ja. Okay, jetzt gehen wir schon von den Grünen weg. Ich habe noch eine Ergänzung. Sie sehen auch die Kürzung des Bürgergeldes. Also wir gehen natürlich oft aufs Bürgergeld ein, weil das eine Forderung ist der CDU, CSU und der FDP, dass man das nicht so sehr erhöht. Genau, Bürgergeld, müssen wir kurz sagen, ist Hartz IV 2.0 sozusagen. Es ist angepasst worden, umbenannt worden. Umbenannt, verändert, wurden Maßnahmen zusammengefasst, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Ja. Machen wir aber auch am Ende der Q1 nochmal beim Thema Sozialstaat genauer. Ja, Q1 ist die, was ist das, bei einer Gesamtschule 11. Klasse, glaube ich, ne? Oder? 12. Klasse. 12. Klasse, ja, genau. Ich komme immer durcheinander mit, ja. Genau, also Sie sind gegen Kürzung des Bürgergeldes, was natürlich Sinn macht, weil die Grünen insgesamt, wie du es ja schon gesagt hast, eine soziale Partei sind, die sich auch für sozialpolitische Dinge einsetzen. Ja. Nicht so, dass das die CDU nicht macht, aber anders. Mehr anders. Ja. Genau, und da geht es auch immer darum, wie setze ich Leistungsanreize. Also alle wollen natürlich Sozialpolitik machen. SPD. Saskia Esken, sagt dir was? Unbedingt, gerade im Amt bestätigt, mit Herrn Klingbeil zusammen, als Chefs der Partei sozusagen, wenn man es runterbricht. Oh, ja. Genau. Ja genau, wir hatten ja SPD-Parteitag. Und eben, genau. Also dementsprechend Parteivorsitzende. Die sagt, ich habe jetzt nur eine Sache rausgeschrieben, dass man die Schuldenbremse 2024 auf jeden Fall nicht abschaffen sollte, sondern aussetzen lassen sollte. Ja. Gerade wegen dem Ukraine-Krieg, dass man die Ukraine weiter unterstützen soll. Ja. Und dementsprechend da Geld zur Verfügung gestellt werden muss, was nicht aus dem normalen Haushalt genommen werden kann. Ja. Wichtig, weil das jetzt so ein bisschen missverständlich klang, auch die Grünen und die FDP wollen, dass die Ukraine weiter unterstützt wird. Mhm. Also das ist jetzt, wäre jetzt kein Argument zu sagen, okay, dafür wollen die mehr Geld. Kein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Sondern wir haben eine Notlage, sagt Esken, und dementsprechend wieder Aussetzen der schwarzen Null der Schuldenbremse. Und Bürgergeld ist ja auch ein Thema, was die SPD interessiert, was soziale Politik angeht. Deswegen da einzusparen, wäre auch kein Argument für die SPD, ja, glaube ich. Wäre kein Argument. Hat Klingbeil, der Parteivorsitzende, auch ganz klar ausgeschlossen. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, auch. Mhm. Und Scholz hat ja eine von den Sozialdemokraten sehr gefeierte Rede gehalten. Stimmt, wurde und sich vorher auch, erwartet. Genau, und sich auch gegen das gegen Kürzung beim Bürgergeld ausgesprochen. Mhm. Beide, Grüne und SPD, habe ich eben auch schon angesprochen, sehen als Idee, dass man klimaschädliche Subventionen abbaut. Mhm. Wie zum Beispiel das Subvention von Diesel. Ja. Subvention heißt, der Staat fördert das sozusagen, dass es angeboten wird, produziert wird, gekauft wird. So. Genau, und hat letztlich auch einen Preisnachlass dann zur Folge für den Dieselkraftstoff. FDP, da habe ich was von Herrn Dürr. Kennst du Christian Dürr? Nein, oder? Kenne ich ihn? Den kennst du, jetzt bin ich aber echt in der Lehrer. Okay, hilf mir. Unangenehm. Ne? Was macht unangenehm. Er nochmal? Der ist der Fraktionschef. Ja, dann kenne ich ihn natürlich. Also vom Sehen kennt man ihn. Ich glaube, der Name ist dann nicht so bekannt. Ja. Also der ist der Meinung, genauso wie Lindner, also wie der Finanzminister, dass die Schuldenbremse 2024 auf jeden Fall wieder eingehalten werden soll. Mhm. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine Pattsituation. Ich bin echt gespannt, wie das dann ausgeht. Ist natürlich so ein bisschen ungünstig innerhalb einer Koalition, weil normalerweise sind so Pattsituationen ja eher über Koalitionen hinaus in Richtung Opposition zu finden und nicht innerhalb der Koalition, wie in diesem Fall. Macht's schwierig. Ja, macht's schwierig.
Ich glaube, das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir über die Ampel reden. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man sich sowieso viel streitet und auch öffentlich, dann ist es natürlich schwierig. Ansonsten ist es natürlich auch gar nicht schlecht, wenn sich unterschiedliche Positionen einigen können. Aber Ja, das klappt ja definitiv. nicht immer. Demokratie letztlich, ja. Ja, Genau. genau. Der Fraktionschef Dürr, Herr Dürr. ist dafür, dass beim Sozialen gespart wird. So ist er gegen eine Erhöhung des Bürgergeldes um 12%. Das sei nicht angemessen, das ist zu hoch, die Inflation würde gar nicht so viel steigen. Und er denkt auch an das sogenannte Lohnabstandsgebot. Das heißt, dass die Leute, die den Mindestlohn bekommen, die sollten deutlich mehr bekommen als Als Bürgergeld, Bürgergeldempfänger. als Motivation arbeiten zu gehen, ja, letztlich. Genau, Ja. das sogenannte auch Leistungsprinzip ist eine große Streitfrage, ist jetzt nur ein Teilaspekt der schwarzen Null, aber zeigt natürlich nochmal, dass ja, die beiden verschiedenen Positionen, dass die einen sagen, wir wollen, dass der Anreiz steigt zu arbeiten und dafür weniger Bürgergeld. Die anderen sagen, wir haben in Deutschland einen Existenzminimum, sind ein Sozialstaat, das heißt auch die Ärmsten der Bevölkerung brauchen Geld zum Leben. Ja, angepasst an die Umstände, weil alles teurer wird, ja, gefühlt. Genau, und dann geht es natürlich darum, Inflation sind natürlich nicht bei 12%, die Erhöhung des Bürgergelds wäre um 12%, aber die Inflation ist ja ein Warenkorb, das kennen wir ja auch aus ganz vielen Sachen und man muss natürlich auch schauen, was konsumieren jetzt ärmere Menschen? Die konsumieren natürlich zum Beispiel da sie keine Miete bezahlen und keine Nebenkosten, sind jetzt Steigerungen beim Öl und Gas Ja. Sind nicht relevant, ne? Weil der Staat das übernimmt, die Weil der Staat Kosten. das Ja. übernimmt. Also dementsprechend muss man da die Inflationsrate auch nochmal sich anschauen, aber das ist jetzt für uns nicht relevant. Die Opposition, da haben wir einen Herrn Merz, Den kennen wir, der will Kanzler werden, der vermute ich mal. will der Parteivorsitz der CDU, der Ja. wahrscheinlich, gehen wir von aus, Kanzler werden will, wenn Ja. ihm Herrn Söder nicht wieder Aus Bayern dazwischen funkt. dazwischen funkt. Ja, er ist klar für die Schuldenbremse und kritisiert auch letztlich die Regierung, dass sie da keine Lösung bekommen, dass sie sich nicht einigen können. Also er macht seinen Oppositionsjob sehr aktiv gerade. Es gibt einzelne Stimmen, mir fällt tatsächlich der Bürgermeister von Berlin gerade nicht ein. Also auch schon beim Vorbereiten. Ja. Aber ist ja auch gut, das zeigt ja, dass wir menschlich sind. Ich habe immer noch Diepgen im Kopf, aber der war vor 35 Jahren, glaube ich, Ja, Bürgermeister. Irgendwie hat man das immer im Kopf, finde ich. Oder ich ich persönlich habe ihn vor zumindest. Auge, er hat, glaube ich, keine Haare mehr. Die Schüler Ja. kennen ihn, weil sie ja die Minister lehren mussten. Ja, er hat Frau Giffey geerbt, oder? Weil, Genau, ja. fällt uns nicht ein. Aber es gibt auf jeden Fall einzelne Stimmen von der CDU, die inzwischen auch für eine Reform der Schuldenbremse sind. Aber die Bundestagsfraktion, also die Bundespartei, ja, stellt sich klar hinter die Schuldenbremse. Und betont vielmehr diese Priorisierung, dass sie sagen müssen, okay, der Staat muss genau gucken, wofür geben wir Geld aus. Und mit dem Geld, was halt zur Verfügung steht, muss der Staat halt zurechtkommen. Zudem ist die Generationengerechtigkeit bedeutend, ne, dass die CDU, CSU sagt, wir müssen an unsere kommende Generation denken. Und wir haben halt werden immer Notlagen haben. Das heißt, wir müssen uns ja jedes Jahr verschulden, weil es wird immer Kriege geben, es Irgendwas wird wird immer wohl mehr kommen, ja. Umweltkatastrophen geben, es wird Ja. Pandemien geben. Also dementsprechend sind sie halt der Meinung, dass ja, dass man die neuen Generationen schonen muss. Und als letzten Aspekt, sie drohen in Anführungsstrichen auch mit neuen Klagen, wenn sie sagen, Ach okay, so, dass ja. damit, ne, dass der Haushalt kann so nicht gemacht werden,
würden sie eventuell auch wieder klagen. Ja, und man muss ja sagen, also zwei Sachen. Erstens, er heißt Kai Wegner. Genau, ja, ja, jetzt fällt er mir wieder ein. Jetzt fällt es uns ein. Und das Zweite ist ja, man muss ja sagen, die Entscheidung vom Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, war ja keine politische Entscheidung, sondern da wurde einfach auf juristischen Grundlagen entschieden. Also die sind ja weder pro FDP noch pro Grüne noch pro SPD. Genau, und sie haben auch klare Handlungsempfehlungen mitgegeben und gesagt, ihr könnt diese Sonderhaushalte machen. Es gibt halt ein klares Regelwerk. Ihr könnt nicht einfach das so machen, wie ihr es wollt und sagt, okay, wir machen das über 10 Jahre und dann mal dafür, sondern es muss immer ein Jahr gebunden sein und es muss halt in diesem rechtlichen Rahmen sein, dass ich das für eine Notlage ausgebe. Das war jetzt keine Entscheidung irgendwie für die CDU und gegen die Regierung. Ja, das ist vielleicht immer wichtig zu sagen, weil das ja getrennt ist in Deutschland. Genau. Ja, genau. Das sind so ein bisschen die Positionen der Parteien. Ich habe noch ein paar wenige Argumente. Vielleicht kannst du mir da immer so eine kleine Einschätzung geben, ob du das Argument stark findest oder eher schwach. Oder dürftig. Oder dürftig. Ich nachhaken würde journalistisch, wenn mir das die Politikerin so erzählen würde. Ja. Genau, du bist ja auch Journalist. Genau. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ein Argument für die Schuldenbremse ist, dass es den Spielraum für Krisen erhöht. Dass zum Beispiel Deutschland deswegen so gut durch die Corona-Krise gekommen ist, weil man halt über Jahre mehr Geld eingenommen hat, als man ausgegeben hat. Das heißt, das Argument ist, wir haben gut gehaushaltet, haben einen Puffer und müssen dadurch nicht bangen, wenn wir mal was Geld extra brauchen. Genau. Wobei dann müsste man ja wieder sagen, wie du sagtest, andere Länder machen es anders und die kommen auch irgendwie durch Krisen durch. Ne? Also fände ich jetzt so mittelstark, das Argument. Okay. Ich habe dann ein Argument, was für eine Reform oder die Abschaffung ist. Wichtige Zukunftsinvestitionen stehen an, zum Beispiel Digitalisierung oder Ausbau Schienennetz, Klimawandel. Also diese Investitionen zahlen sich auch oft aus, sodass man mittel- und langfristig als Wirtschaft, als Volkswirtschaft eigentlich davon profitiert, wenn man sich verschuldet. Würde ich sagen, ist so der Keynes-Ansatz, hin und wieder mal in schlechten Zeiten ein bisschen einsteigen als Staat und investieren. Finde ich ganz, ganz sinnvoll. Es wird ja auch mal gesagt, für Unternehmen. Ne? Wenn es euch nicht so optimal geht, investiert, das wird sich auszahlen. Okay, und dann notfalls durch Staatsverschuldung. Bis zum gewissen Grad, würde ich persönlich sagen. Gut. Ein weiteres Argument, das ist sehr wirtschaftlich, dass man bei wenigen Schulden ja auch eine niedrige Zinsbelastung hat und man dementsprechend mehr investieren kann, beziehungsweise als Wirtschaft besser handeln kann. Ja, ist natürlich generell richtig. Ne? Also wenn man das runtergebrochen auf sich selber, wenn man 6 Kredite laufen hat, muss man natürlich viele Zinsen zahlen. Auf der anderen Seite, ich finde das nur ein anderer Betrachtungswinkel einfach. Also ich würde es jetzt nicht als klassisches Argument nehmen, sondern ich würde generell sagen, muss der Staat ja schauen, dass er nicht zu sehr auf Fremdgelder sich verlässt, sozusagen. Falls das irgendwie Sinn macht. Bestimmt. Okay, dann noch... Ich kriege hier Noten für diese Kommentare. Ja, die muss ich mir selber geben. Das ist ja skandalös. Ja, keine Rückmeldung. Schwach. Schwach, genau. Dann von mir. Haben wir noch ein Argument, die schwarze Null als Dogma, dass man letztlich ja im Gegensatz zu anderen Ländern nicht investiert und sich nicht verschuldet und dann an Wettbewerbsfähigkeit verliert, gerade wenn man jetzt irgendwie in die USA guckt, wo es ja ein Inflation Reduction Act gab oder halt, ich habe schon die hohen Zahlen aus Japan genannt, wo sehr viel Geld in die Hand genommen wird und letztlich in vielen Bereichen die Wirtschaft gut dasteht. Ja, also Dogma heißt ja in dem Fall, dass man sich zu sehr auf diese schwarze Null versteift und sagt, ich muss diese jetzt unter allen Umständen erreichen.
so ein bisschen Handlungsspielraum. Das ist ja, glaube ich, so die grünen Position in dem Fall, dass die sagen, ja, man kann es ja im Einzelfall bei Subventionen, bei sinnvollen Subventionen so ein bisschen ausreizen oder anders regeln. Die Frage ist natürlich immer, wie weit sowas kontrollierbar ist und ob dann nicht jede Investition eine Ausnahme plötzlich ist und dann macht es insgesamt ja keinen Sinn mehr, würde ich sagen. Das klingt schlüssig, Lars. Danke. Genau, kommen wir zu den beiden letzten beiden, weil das auch bei den Schülern schon in den ersten Stunden immer ein Thema war. Generationengerechtigkeit, mal Argumente aus zwei Blickwinkeln. Erster Blickwinkel, die Schulden zahlt die nächste Generation. Naja. Das war das Argument schon. Okay, macht es ja generell sowieso. Man muss ja immer mit den Konsequenzen leben, die man in der Vergangenheit aufbaut. Und ob es jetzt die nächste Generation ist oder man selber, wenn man 20 Jahre älter ist, den Effekt hat man, glaube ich, immer einfach, dass sich Schulden verlagern und die sozusagen vertagt werden. Aber generell ist das kein guter Ansatz, weil das würde ja bedeuten, dass wenn man jetzt das wieder auf sich selber runterbricht, dass wenn man sich jetzt ein Handy kauft für 7.000 Euro, dass man sagt, ach, das zahle ich nicht, das zahlt dann mein Kind, wenn ich eins habe. Ist vielleicht nicht so der beste Ansatz. Also findest du das Argument gut? Ich weiß nicht mehr genau, in welche Richtung das Argument zielte. Ich finde es ganz gut, wenn man Schulden nicht explizit weitergibt zu nächsten Generationen, aber wenn man, es liegt in der Natur der Sache, dass Schulden ja über einen Zeitraum einfach da sind. Und wenn man einen Kredit aufnimmt, zahlt man den nicht in einer Woche ab. Der wird auch in 10 Jahren noch da sein, im Zweifel, wenn man einen großen aufnimmt. Also wird es eventuell auch die nächste Generation tangieren. Okay, dann kommen wir zum letzten Argument, zur Generationengerechtigkeit aus dem anderen Blickwinkel. Heute investieren führt dazu, dass man morgen profitiert. Bin ich ein Fan von. Ich glaube, das funktioniert, wenn man es nicht übertreibt und den Kostenrahmen im Blick behält, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Das finde ich so ein bisschen wie beim Wahl-O-Mat. Ich bin jetzt gespannt, welche Partei da am Ende bei mir rauskommt. Ja, ich glaube, dass wir da wahrscheinlich ähnlich ticken, aber wie gesagt, ja ich bin neutral, ja. ich darf dazu nichts sagen. Ja. Und ich habe keine Ahnung, deswegen bin ich auch unwissend argumentativ bezogen und schlage mich auf kein politisches Lager aktuell. Nein, jetzt machst du ja Fishing for Compliments. Also ich glaube, mit deinen Einschätzungen könntest du auf jeden Fall an der Debatte teilnehmen. Das wäre doch gut. Und dann auch eine gute Note erzielen. Ach, super. Ja, also ich bin mit dem Innerlichen durch. Wir können ja mal gucken, nächstes Jahr vielleicht steht das Thema soziale Ungleichheit, Sozialstaat an. Ja. Vielleicht kriegen wir da irgendwie nochmal einen coolen Podcast hin. Finde ich gut. Wir sollten perspektivisch weitere Folgen anpeilen, finde ich. Ja. Klingt prima. Sehr gut. Tja, dann haben wir jetzt genau eine Dreiviertelstunde erreicht. Das ist ja fast wie eine Unterrichtsstunde, als hätten wir es so geplant irgendwie. Genau, ja, wie die Bahn. Aber nicht in Deutschland, sondern in Japan und die sind verschuldet. Ja, ja, stimmt. Aber das wäre nochmal ein Argument. Die sind aber pünktlich. Ja. Ja. Also Schulden führt zu einer pünktlichen Bahn. Nee, so einfach werden ist es nicht. Ne? Genau, das ist unser Fazit für heute. Und damit reißen der Name, wir der ein. Name. Wir müssen ja, können wir vielleicht beim nächsten Mal auch einen Namen für den Podcast geben. Ja, ich freue mich ja immer noch an Podcast, an Sovi-Fame, irgendwie sowas, dass man zu Ruhm und Ehre gelangt mit Sovi-Wissen. Genau, und dann so, nee, das ist eh, der Name ist ja. den lassen wir uns auch patentieren. Vielleicht ein Folgenname wäre vielleicht. Ah, okay, ja, das wäre gar nicht schlecht, genau. Müssen wir für nächstes Mal überlegen. Ja, für heute könnten wir ja tatsächlich, die schwarze Null käme auf jeden Fall im Titel drin vor. Ja. Und dann irgendwas dahinter. Mal gucken, vielleicht fällt uns noch was ein. Genau. Danke dir, Lars. Und immer eine große Freude. Vielen Dank dir auch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, stimmt. Wir machen jetzt Feierabend. Es ist, glaube ich, irgendwie 6 Uhr oder so. Da kann man mal einen Feierabend machen, finde ich. So machen wir es. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Ciao.